Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Terra Firma Craft. Und in der letzten Folge war am Schluss unsere Diskussion doch etwas sehr heiß gelaufen und wir hatten heftig diskutiert über Tongefäße, Keramikgefäße, Trinkgefäße und wie viel wo in den Pitkiln hineinpassen. Ja, ob wir es jetzt geschafft haben oder nicht und ob sich die Wogen wieder geglättet haben, das sehen wir jetzt. Viel Spaß! Kein Platz mehr. Okay. Und kein Ton mehr. Oh. Und ein Zombie. Schade, jetzt ist die Nacht zu Ende. Ich hätte dir das gerne noch gezeigt. Ich habe jetzt die ersten Laternen hingesetzt und erhellen es wirklich sehr gut. Und jetzt fängt es an zu regnen. Ja wieder Nacht werden, oder? Ja. Ich würde das, glaube ich, auch schön aussehen tun, ne? Ja. Und man sieht keine Zeit. Das heißt, die brennen unendlich, sage ich jetzt mal so. Weil man muss ja die mit Alkohol füllen. Das ist ja sozusagen dann der Brennvorrat. Und ich weiß nicht, ob die sich irgendwann verbrauchen. Zumindest ist nichts da. Ich kann die auch nicht an- oder auszünden. Sind halt da und brennen und erhellen halt sehr gut. Und dann würde ich überall so nach und nach hier die Sachen austauschen. Aber jetzt als allererstes mich hier rum kümmern, da brauche ich Holz. Ach, das geht ja kann, wieder nicht. Kann ich hier das Kiefernholz nehmen? Das ist, so das ist doch extra dafür ja. Da. Okay. Stroh brauchen. Da hinten haben wir auch 1 Million Espenholz noch. Da hinten? Da, unsere Wand. Oh. Ich folge dir mal unauffällig. 22 sollte reichen. So. Fump. So. Oh, 6 Kerzen. 1. Endlich kann ich für die Stallungen weitermachen. 2. Na. 3. 4. So, 4 Keramikgefäße gehen da rein. Hast ja recht. Ich hab's mit den dicken quadratischen verwechselt. Ja, ja. Warte, man muss die jetzt hier erst. Nee, jetzt Stroh. Ups. So, und dann. Na. Jetzt geht das schon wieder los. Ich hoffe. Eigentlich hätte ich gar keinen Feueranzünder machen brauchen, aber ich hoffe, es geht jetzt trotzdem. Ja, es geht an, obwohl es regnet. Sehr schön. Kann man denn nicht eigentlich auch hier in der Forge die Keramiksachen brennen? Nee, kann man nicht, weil ich kann nichts reinlegen. Alles klar, hat sich erledigt. Ja, man muss es ja mal austesten. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, ja. So, und da werde ich nämlich noch ein paar Löcher machen, vielleicht. Mache ich hier einfach noch eine Reihe. Irgendwie finde ich mal die Kerzen heller. Als die Fackeln. Echt? Ich hätte jetzt gedacht, dass das alles gleich. Ja, hätte ich auch gedacht, aber ich fand die 2 Kerzen schon so hell, als hätte ich 6, 7 Fackeln hier drin. Und irgendwie wird es mit 6 Kerzen auch nicht unbedingt. Heller. Wir haben 2 doch schon genug Power. Habe ich natürlich jetzt auch wieder nicht. Das war hier oben. Haben wir denn noch ein bisschen davon? Oh, so viel Kies haben wir. Na doch.
Nee, ich muss erstmal die Tiere füttern hier. Ach richtig, ich wollte mir ja auch Käse aufs Brot schmieren. Dafür muss der Käse doch erstmal rausgeholt werden, oder? Ja, das kann ich machen gleich. Ich werde nur noch den drei. Eigentlich könnten wir noch eine vierte Form brauchen. Damit es richtig voll ist. Nee, ich habe jetzt hier die Keramikform und eine Sense. Was könnten wir denn noch gebrauchen? Da können wir noch eine vierte. Ich habe hier noch eine Axt und eine Spitzhacke. Wir haben Spitzhackenform, Spitzhackenform, Säge, Speerkopf, Hammer. Was fehlt uns noch? Sieht so japanisch aus irgendwie. Okay. Also von Weitem, von Namen nicht. Von Weitem sehen die voll japanisch aus. Höchstens nochmal ein Streitkolbenform. Jetzt müsste ich natürlich nur die Form dafür finden. Haben wir da nicht noch? Oh, nee, also es sind Spitzhacke, mehrere, vier Stück und eine Säge und ein Speerkopf und Hammer. Und ausgefüllt ist schon eine Spitzhacke und eine Axt. Oder eine Schaufel. Ich wollte mir doch eine Schaufel. Ich mache mir eine Schaufel vor. Ja, und wie ist jetzt die Form? Ah. Okay. Wo ist denn? Hä? Habe ich mich jetzt. Oh! Gerade falsch rum. So. Hä? Wieso kriege ich jetzt hier. Oh, jetzt ist da Wasser drin, Scheiße. Man muss doch einfach nur den Ton nehmen und dann die Form rausschaufeln, kratzen. Wieso geht das jetzt nicht? Wo ist denn jetzt der Schaufel vor dem Kopf? Hallo? Das ist der Meißel. Fünf Stück braucht man. Ich habe doch mehr als fünf. Wo ist denn jetzt die Schaufelform? Eine Schaufelform. Das bleibt alles stehen und das hier wird ausgehöhlt. Habe ich doch gemacht. Das ist ein Gefäß. Jetzt? Wieso ging das jetzt eben nicht? Ihr habt das gesehen. Das ist doch Mist, dass das jetzt regnet. Ja. Oh, hier sind die Hickory-Bäume auf einmal. Ach was. Emporgeschossen. Sieht so fremd aus, war ich voll erschrocken. Da Wasser schon wieder drin. Muss die Milch erstmal da drin liegen lassen. Ach, da ist Wasser reingekommen. Ja, das ist doch gerade mein Problem. Du kannst es aber du kannst es irgendwie ausleeren auch. Ja, über den leeren Button. Aber ich kann die Milch einmal nicht ausschütten. Den Behälter rein. Okay, na ich kann es... Weil jedes Mal sofort Wasser reinkommt, sobald ich ihn aufmache. Deswegen habe ich jetzt die Eimer in den Dingern geparkt. Okay, ich muss eh was trinken, weil ich immer noch wenig Milch habe. Nein, ich habe sie schon in den Behältern geparkt. Ach so. Hä? Wir brauchen ja schließlich wieder frischen Käse. Ja. Hickory, hickory, hickory. Das ist eigentlich auch voll das schöne Holz, das Hickory-Holz. Warte mal. Ja? Ach, hast du jetzt abgeschlagen. Ein
1, 2, 3, 4. Ah, das kann ich. Oh! Vielleicht sollten wir. Bei Gewitter können wir doch schlafen gehen. Vielleicht sollten wir mal schlafen, dann hört es auch auf zu regnen. Es wird eh dunkel. Und was sagt die Zeit? Vielleicht ist es ohnehin Zeit zum Schlafen. Oh, 30 Minuten. Oh! Na, dann müssen wir. Dann machen wir noch 10 weiter. Ah, neuer Morgen, neues Glück. Ich hoffe mal, ja, es scheint nicht mehr zu regnen. Das ist doch schon mal gut. Nee, hier wollte ich. Wo soll ich denn den Käse hinlegen? Unten bei Fleisch vielleicht, weil es auch Eiweiß am ehesten. Nein, nicht Eiweiß, aber würde ich jetzt schon. Ah, und die sind fertig. Die fertigen aber dann, ne? Ja. Gut. Ne? Nimm das doch mal. Hallo. Weißkohl geht kaputt. Ja, also ewig hält das natürlich nicht. Es verlangsamt nur den Zerfall. So. Das hast du ja noch nie nicht erwähnt. Nee, ne? Naja, aber manche, die wissen es vielleicht noch nicht und machen jetzt Oder auch nee, sagt ihr das schon wieder. Das kann natürlich auch sein. Nix genau, so weiß man nicht. Jetzt dazu auch nicht. Einfach zu viele Kartoffeln. Und das ging ja nur hier rein. Ach, hier ist es noch Zink und Schmiedeeisen. Schmiedeeisenbarren haben wir schon mal hergestellt. Oh, hier ist der Hammer. Das ist gut. Wusste ich nicht, dann kann ich das nämlich. Vielleicht lege ich das mal hier drüben mit rein, dass man es sozusagen in der Nähe hat. Hatte ich nicht noch einen Hammer? So. Komischerweise sortiert sich das hier immer wieder um. Okay, das geht nicht. Aber ich wollte, apropos Regen, das hat mir nämlich etwas gezeigt, was vielleicht ganz hilfreich ist. So. Und konnte man nie daran. Ah, nee. Da brauche ich wieder. Oder Moment. Wir haben doch hier. Achso, das ist Birke. Ich weg. So, und der Chisel? Mal gucken, ob das so. Huch, wo ist denn der jetzt hin? Ich wegtun. Hallo? Jetzt ist der Chisel ist gerade weggebackt. Okay, ich habe ihn. Oh, eine Chiselform hätten wir machen sollen. Der hat nicht mehr viel. Schade. Ja, kannst du doch noch machen. Ja. Ja gut, das sind jetzt ohnehin erstmal auch zwei. Am Ende wär ich das vielleicht dann doch so auch mit denen. Und jetzt muss ich mal gucken. Ah, es verbindet sich. Und kann ich jetzt hier unten eigentlich? Perfekt süß. Dauermäßig salzig. Ach, und ich brauche, glaube ich, einen Hammer, um das bearbeiten zu können. Ich hoffe mal, das geht auch. Oh, und ich muss was essen. Oh, und schon wieder spät. Wie schnell hat man denn hier andauernd Hunger? Ja. Dann nehme ich doch mal den mit raus. Jetzt hoffe ich doch, dass das geht. Ja. Aber es wird mir nur bei Stein angezeigt. Konnte man nicht auch Holztreppen aus dem Chisel herstellen? Ja. Ah, okay. Immer diese Eckchen halt weg, ne? Ah.
Na Menno, lass mich mal wieder in das Loch. So. Nur schade. Oh. Nein, jetzt habe ich es falsch gemacht. Hickory und Hickory. Und ich glaube, wenn ich das jetzt abschlage, ist weg. Dann? Ja. Das war ja das Problem, dass das leider weg ist, wenn man es abschlägt. Denn? Oh, die Zitronen sind reif. Ja, das muss dann in der nächsten Folge. Wir sind jetzt bestimmt schon fast bei 40 Minuten. Nö. 35 knapp. Naja, das muss dann wirklich die nächste Folge. Ich wollte jetzt gern noch das eine hier fertigstellen. Sozusagen als Vorsorge für den nächsten Regen. So ein kleines, überdachtes Teil. Na. So, und jetzt nur ordentlich gucken. Schau mal. Oh, ich krieg diese blöde Kartoffel nicht alle. Oh. So. Aber. So, Hickory. Da werde ich das trotzdem gleich mal. Haben wir hier irgendwo Hickory? Noch. Oh, und der Tomat ist auch reif. Es ist einiges reif, mit Sicherheit. Hm. Also, das müssen wir dann auch auf die nächste Folge. Nee. Da. So. Erstmal. So. Das mache ich aber mal von hier drin. So, gehen Sie mal ein bisschen weg hier. Nicht so nah hier dran. Das gefällt mir nämlich gar nicht. So. Yeah. So. Gehst du mal. Vier Stück habe ich noch. Jetzt quetschen die sich alle davon hin. Also das heißt, wir müssen für die nächste Folge dann unbedingt noch diese Zäune hier machen. Dass die ich habe die Schweine schon gefüttert. Ich füttere keine Schweine. Und dann? Ich mache Zäune. Ach so. Um da halt hier was anzupassen. Man kann das dann auch noch um eins erweitern. Man kann zum Beispiel dann auch die Kiste hier unten drunter setzen, um da so ein ja, kleines Karree zu machen. Das kann aber hier wieder normale Erde werden. So. Jetzt drängeln die sich da alle dort. Okay. Ach so, da wo die Käsepottiche stehen oder was? Ja, genau. So, und jetzt wollte ich die mal leeren. Jetzt ist wieder ganz leer. Ah, leeren. Und jetzt kann es nämlich öffnen. So. Dann mache ich das auch gleich mal. Dass ich immer zuerst zum Stier hingehe. Und den was abzapfen will. Das ist nicht gut, dass ihr euch jetzt alle dort an dieser Stelle drängelt. Also ich muss die Zäune dann schnell vervollständigen hier, weil da wie so ein halbes Loch entsteht. Siehst du, was ich meine? Ja. Das sieht gut aus. Ja, das ne? Muss ich mal ein Foto machen. Ja, Moment. So. Gut. So, dann kannst du dich bleiben sie stehen. Achso. Nochmal dahin. Ja, ich wusste ja nicht, dass du auch ein Foto machen willst. Jeez. So, ich lehne jetzt hier so ganz locker lässig an der Ecke. Ja. Mit dem Ellenbogen auf dem Pfosten. Okay. Und ich bin nackt. Okay, mit diesen geistreichen Worten, oder? Vor allem ja ein bisschen früh, aber naja. Ja, ja. Sagt ja keiner, dass wir mindestens 20 Minuten Nein. haben müssen. Richtig.
Weil, wie gesagt, dann die nächste Folge können wir dann da nochmal landwirtschaftsmäßig schauen. Ja, und vielleicht sind in der Zwischenzeit, dann muss ich mal gucken, mit den Laternen werde ich auch nebenbei immer wieder mitmachen, dass dann unser ganzes Gehöft hier hell erleuchtet ist. Ja. Nicht wahr? Das sind nochmal Blaubeeren. Ja. Okay. Oh, nur eine. Schade, dass es so wenig nur sind. Ja. Schon komisch. Ja. Ich werf sie dir mal zu. Ja. Und oh, danke. Kau mal ein bisschen drauf rum. Ja, ich muss eh wieder was essen. Es ist immer so schnell das alle. Das ist doch praktisch. Ja. Okay. Okay. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.